ein außerordentlicher Führer. Die Himmelsmenschen werden immer kühner, führen sich auf, als gehörte ihnen dieser Ort. Ich möchte sie einfach nie wiedersehen. Keine Zeit für Fremde. Die Seide ist perfekt. Wo ist Nevika? Wir sind es unseren Leuten schuldig. Jeder Tag draußen im Wald ist ein neues Geschenk von Ewa. Die Sarentu und Aranahe. Bist du dir bewusst, dass es in dieser Gegend ein Sarentu-Totem gibt? Das Leben ist wie Seide spinnen. Es ist immer noch eine Wendung nüt. Am liebsten spinne und koche ich. Versuche zumindest zu kochen. Könntest du bitte etwas Abstand halten?
Tiere, die zu uns stoßen will? Oh, hallo, tierischer Freund. Nein, zu scheu, um näher zu kommen. Du bist Zarentu. Hallo. Und wo ist diese schreckliche Bestie? Ganz in der Nähe der geneigten Lichtung. Du kannst die Insel vom Lagerplatz aus sehen. Danke für die Gaben. Der umgestürzte Baum. Dort sah Nawuk den Menschen. Aber was noch? Nein, nicht. Es hat vielleicht zu tun mit... Lea, ist es heruntergefallen oder war das Absicht? Danke, Ella, für diese Gabe. Du bist Zarentu. Hallo. Es gibt in der Nähe Pflanzen, die dich gesund machen.
Ich frage mich, ob... Irgendjemand hat gegen den Baum getreten und das Nest abgerissen. Unklug. Jemand ist gerannt. Schnell. Hat das Tablet verloren. Was ich dir zu sagen habe, ist wichtig. Es hat vielleicht zu tun mit... Hier war jemand vom Widerstand, nicht von der RDA. Puh. Ein Mensch vom Widerstand ist hergeflogen, hat gearbeitet und den Baum getreten. Aus Frust? Das Tablet könnte... Gut, das war... Vielleicht kennt Alex den Besitzer.
immer schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Hallo. Wo hast du die Bestie gefunden? Danke für die Gaben. Thank you.
Danke für die Gaben. Danke für die Gaben. Gaben Eowa mit uns teilt.
Ich frage mich, wie ich wohl führen werde. Hast du dir mehr Schmuckstücke ins Haar gesteckt? So viele, wie ich kann. Weißt du noch, wie sehr Mercer sie gehasst hat? Er sagte, sie wären dreckig. Was meinte er damit? Ich habe es nicht verstanden. Aber ich habe sie immer wieder gereinigt, wenn er sie mir aus den Haaren gezogen hat. Und sie immer wieder zurückgesteckt? Meine Mutter hat sie einst so getragen. Ich will sie ehren. Ein Sarentu zu Hause braucht Sarentu-Traditionen. Ich bin unsicher, wie sich ein Zuhause anfühlt. Ich auch. Kaum zu glauben, dass wir so lange geschlafen haben. Aber Daylan ist glücklich. Nor versucht es zu sein. Und bist du es? Glücklich? Ich will unsere Ahnen durch Awa finden. Irgendjemand muss wissen, warum und ob sie uns verließen. Alles, was Mercer gesagt hat, wir müssen es rausfinden. Alma glaubt, Mercer plant etwas. Täglich trifft mehr RDA ein. Ich werde tun, was ich kann, um ihr zu helfen. Sein Scheitern wird mich glücklich machen. Unseren Sieg wird die RDA nicht so schnell vergessen. Was auch immer uns erwartet, wir werden bereit sein. Der Rest der RDA kriegt auch noch ihr Fett weg. Mehr Ausrüstung? Denk daran, ziel niemals auf dich selbst. Ich kann mir nicht vorstellen, zur Erde zurückzugehen. Ich ja, aber... Wähl weise. Gib Acht. Hier, sieh dich gerne um. Denk daran, ziel niemals auf dich selbst. Du erscheinst ruhiger. Ich will helfen. Irgendwie. Mercer und Harding müssen für das bezahlen, was sie getan haben. Zusammen mit dem Widerstand haben wir eine echte Chance. Ich will die Vergangenheit wieder gut machen. Waren es wirklich 16 Jahre? Die Menschen sagen, besser spät als nie. Aber trotzdem zu spät für Ahari. Damals habe ich mich nicht gewehrt. Wie denn auch? Wir waren doch noch Kinder. Das hat sie nicht aufgehalten. Sie war mutiger. Der Widerstand soll ihr Erbe sein. Auch wenn es bedeutet, mit den Menschen hier zu arbeiten? Vielleicht sind nicht alle Menschen gleich. Ich sollte lernen, wie man schießt. Hey, was hast du für mich? Ein Tablet. Jemand von uns hat es verloren. Kannst du es reparieren? Autsch, wohl kaum. Ich fürchte, dieses Tablet braucht einen Priester, keinen Wissenschaftler. Du sagtest, es gehöre jemandem vom Widerstand? Ja, menschlich, angesichts der Schuhabdrücke am Fundort. Und weiblich, wenn man der Audioaufzeichnung glauben kann. Sie wurde weit entfernt vom HQ aufgenommen.
absichtlich. Ein weiblicher Mensch. Nicht viele Optionen. Viel Glück. Was Nettes für Jin tun. Vielleicht neue Teile für die Luftfilter. Hey, Priya. Warst du vor kurzem im Regenwald? Schön wär's. Hab zu viel zu tun. Also hast du hier auch nichts liegen lassen? Nur wenn es von meinem Schreibtisch gefallen und dann von selbst aus dem Hauptquartier gelaufen wäre. Es kam raus, dass in dem Holz, das ich Jin gebracht habe, was gelebt hat. Etwas Grusel. Wähl weise. Lass dich nicht erwischen. Anka, warst du vor kurzem im Regenwald? Nun ja. Ich bin Pilotin. Bin ständig draußen. Muss die RDA im Auge behalten, weißt du? Hast du vielleicht ein technisches Gerät verloren beim letzten Mal? Was? Sicher nicht. Dazu müsste ich schon ein Tablet oder so direkt aus dem Cockpit werfen. Ich sagte Gerät, nicht Tablet. Wie kommst du auf Tablet? War das Erste, was mir einfiel. Keine Ahnung. Meintest du dieses Tablet? Wo zur Hölle hast du das her? Ein Aranahe-Sammler führte mich zum Fundort. Was hast du darauf entdeckt? Audioaufnahmen. Warst du das? Verdammt! Lass uns woanders sprechen. Folge mir. Was auch immer uns erwartet, wir werden bereit sein. Unseren Sieg wird die RDA nicht so schnell vergessen. Was ist mit diesem Nor? Es ist mir so peinlich. Ich habe den Ort extra gewählt, damit sich niemand meinen Unsinn anhören muss. Wie viel davon hast du denn gehört? Alles? Aber ich behalte es für mich. Oh, alles? Na toll. Die Wespen fanden mein Gedicht jedenfalls sehr schrecklich. Oh, warum bin ich nur dorthin gegangen? Wie albern. Was hatte ich mir dabei gedacht? Ich glaube, du hast an Liebe gedacht. Über Gefühle und solche Dinge kann ich wirklich nicht sehr gut reden. Ich wollte nur einen ruhigen Ort finden, um das alles zu verarbeiten. Man sagt, Liebe verleitet Dumme dazu, Dummes zu tun. Hätte ich nur darauf gehört. Selbst ohne die RDA und die üblen Zeiten, in denen wir leben. Weißt du, wie schwierig es ist, hier romantische Gefühle zu haben? Ich kann nicht mal Blumen pflücken, ohne umgebracht zu werden. Kann ich dir helfen? Nein. Ich weiß dein Angebot zu schätzen, aber lieber nicht. Ich wollte meine Gefühle zeigen und habe in ein Wespennest gestochen. In ein echtes. Schluss damit. Vergiss es. Ich verdräng es einfach. Darin bin ich gut. Du brauchst was Neues.
Lass dich nicht zerstückeln! Was, wenn Sie beschließen, so ein ISV einfach auf uns zu landen? Dann würden Sie viel von Ihrem eigenen Zeug verpacken. Das wäre eine Erleichterung, wenn ich glauben würde, dass diese Leute vernünftig. Ich schätze, Komfort war immer mehr mein Ding. Hat dich nicht abgehalten, zu unserem entzückenden Ersatzlager zu laufen? Wir wissen nicht, scheinbar Komfort.
Edua ist jung. Sie braucht eine starke Hand. Ein Sturmgleiter ist vor kurzem in den Wald gestürzt. Weißt du, was los ist? Komm, Reisender. Vielleicht findest du das interessant. Edua ist jung. Sie ist naiv. Sie trauert um ihre Mutter. Jetzt ist die Zeit zum Handeln. Ah, hast du unseren anderen Gast getroffen? Du bist nicht der einzige Gast der Aranahe. Kokolope, sie besucht uns gelegentlich. Von wo, bleibt ein Rätsel. Wie du ist sie wagemutig, also nutze die Gelegenheit, sie zu treffen. Man weiß nie, wie lange sie am Ikran-Landeplatz bleibt, bevor das Abenteuer wieder nach ihr ruft. Komm, ich kann helfen. Hallo, Freund. Kochst du gerne? Vielleicht kannst du diese Zutat dafür gebrauchen. Thank you.
eines Tages dürfen wir vielleicht mal einen Hasen oder sowas haben. Priya? Hab einen RDA-Ordner gefunden. Befehle für einen Botaniker. Und ein Bild. Von einem Ort. Ich seh ihn mir mal an. Oh, vielversprechend. Danke für die Gaben.